Welcome to Crony's YouTube channel. Leave your like. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprüngspritzer. Crony's hier am Start. Und ja, Mates, wir werden heute das vorletzte Video. Ich weiß gar nicht, ob morgen eins kommt. Doch, morgen wird schon eins kommen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, morgen wird ein Video kommen. Bin gespannt. Seid ihr auch gespannt? Aber auf jeden Fall eins der letzten Videos in diesem Jahr. Mich würde es mal voll interessieren, was ihr morgen so treibt, ne? Gambling ist natürlich ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt, ihr Bescheid. Aber mich würde es voll interessieren, was ihr morgen treibt. Wir machen hier einfach nochmal die 10 Just Fine Cases. Drei Spieler, Great Battle, Abfahrt. Wenn jemand reinkommt, wäre natürlich cool. Ich fange schon mal an zu erzählen und hoffe, dass jemand reinkommt. Genau, schreibt mal rein, wie ihr euer Silvester verbringt. Bei mir ist das Ding, ich habe jetzt zwischen Weihnachten und jetzt endlich mal meinen Rhythmus gedreht, sodass ich abends um 8 ins Bett gehe, morgens um 6 Uhr aufstehe und einfach den ganz normalen Familienvatertag habe, sage ich jetzt mal. Davor war es so, dass ich nachts um 11 Uhr aufgestanden bin und dann irgendwie morgens noch wach war, mit den Kindern gefrühstückt habe, die fertig gemacht habe und danach gepennt habe und dann den ganzen Tag gepennt habe. Habe ich endlich los, weil ich zweimal feiern war bis morgens um 5 Uhr und ich kann dann irgendwie am nächsten Tag nicht früher schlafen. Ist ja egal, auf jeden Fall Schlafrhythmus ist jetzt auf jeden Fall gefixt und jetzt morgen wird er wahrscheinlich direkt wieder ruiniert, weil eigentlich wollte ich mit meiner Frau einen ganz gemütlichen machen. Meine Frau ist aber, wenn irgendwas abgeht, die wäre da immer super gern dabei und ist da immer, hat da immer hummelnden Marsch. Und ich bin halt so, ja, ich hätte mich auch gefreut, mit einfach mit 4 Leuten da zusammen zu chillen und gut, also halt mit meinen 2 Kindern und meiner Frau zu chillen, ein bisschen Raclette machen. Geil. Naja, gut. Auf jeden Fall das im Hinterkopf, dass ich weiß, dass meine Frau immer hummelnden Arsch hat und sie ist immer nervt, wenn man an solchen Events nichts macht. Habe ich vorher einen Nachbarn getroffen und der Nachbar hat mich dann gefragt, ob wir um 9 Uhr auf eine Party mitkommen wollen. Und da habe ich halt gedacht, ja, komm, meine Frau wird es schon freuen. Da habe ich gesagt, ja, komm, machen wir, gehen wir mit. Und habe denen dann angeboten, dass wenn sie möchten, können sie davor noch zu uns kommen, wenn man Raclette. Und ja, jetzt kommen sie morgens um 6. Morgen um 6. Oh, schmeckt, Alter, schmeckt. Kommen die morgen um 6. Sind auch super nette Menschen. Die Frau von ihm war auch früher so meine beste Freundin mäßig. Deswegen super, super cooles Verhältnis eigentlich. Aber, ja, irgendwie ist mein Schlafrhythmus jetzt wieder im Arsch. Also ab morgen wahrscheinlich. Und ich hätte voll Bock auf ein Chilling. Hätte ich irgendwie echt extrem Bock, einfach nur mit meiner Familie ein bisschen Raclette machen, sich so richtig räudig vollfressen. Das wäre schon geil. Oh je, der Bot Chavez, der kommt jetzt hier aber gefährlich nahe wieder. Oh, macht keinen Scheiß, ne? Weil wir sind wirklich nicht weit vorne. Wir brauchen jetzt noch einen Pull. Naja, wir sind hinten, oder? Nee, ganz knapp nach vorne, 3 Dollar. Oh, Baby. Oh, Baby. Alleine schon die 300 Tacken wieder rausgezogen. Schmecke, die schmeckt. Wäre aber natürlich auch cool gewesen, wenn noch mehr gegangen wäre. Ne? Wir beschweren uns nicht. Wir beschweren uns natürlich nicht bei so viel Plus. Warum kann ich das gleiche Battle nicht einfach nochmal aufmachen? Ich verstehe es nicht. Wir müssen doch einfach einen Knopf hinzufügen. Battle nochmal aufmachen. Ich weiß, da muss man ein bisschen mehr im Hintergrund noch programmieren. Aber ja, zu meinen Knallern. Ich habe auch nicht allzu viele Knaller geholt. Ich habe einfach nur so ein paar Vulkane geholt, die man auf den Boden stellt, dann kommen so Funken raus und so für die Kleine halt, ne? Ansonsten dieses Jahr gar nichts gekauft. Wie sieht's da bei euch aus? Seht ihr so welche, die richtig ausrasten, richtig durchdrehen und sich Raketen, Batterien und keine Ahnung was alles zulegen? Haben wir früher auch. Inzwischen aber irgendwie nicht mehr. Das ist auch noch eine Sache, oh, wo ich sehr gerne drüber lesen würde. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass, falls wir uns nicht mehr hören, dass ihr alle einen wunderschönen Rutsch habt. Oh, wir sind nur noch kurz hinten. Noch, oh ja, jetzt nochmal so ins Gesicht rein. Hoffe ich natürlich, dass ihr mit euren Liebsten einen wunderschönen Rutsch habt oder halt so, wie es ihr gestalten wollt. Ne? Vielleicht sagt der eine oder andere auch, ja, ist mir eigentlich komplett egal, ich gepennt. Gibt es bestimmt auch. Die meisten werden es wahrscheinlich nur gedrungen sagen und sich selber einreden, weil der Mensch ist ja schon ein soziales Tier, sage ich jetzt mal. Deswegen hier auch nochmal den Appell für diejenigen, die sich einreden, sie wollen es alleine verbringen. Gebt euch einen Ruck. Irgendeine Person, die ihr cool findet, findet euch mit Höchstwahrscheinlichkeit auch cool. Einfach mal fragen, ey, was machst du an Silvester? Könnt ihr irgendwie sagen, ja, ihr hattet eigentlich das und das vor. Ihr wolltet eigentlich nach Las Vegas uns richtig krachen lassen. Natürlich nicht zu übertreiben, ne? War ein Witz. Okay, eins können wir noch machen, danach können wir ein Fazit ziehen. Würde sagen, ja, keine Ahnung, ihr hattet irgendwas vor, aber die Freunde sind krank geworden oder wie auch immer. Und dann einfach mal fragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der gerne alleine feiern wollen würde, auch irgendwo eingeladen werden wollen würde.
Ihr wisst, was ich meine. Gebt euch einen Ruck, traut euch und morgen auf jeden Fall eine geile Zeit. Ja, bei mir ist es tatsächlich, obwohl wir jetzt was vorhaben, immer noch so, dass ich das super gefeiert hätte, mit meiner Familie einfach nur Raclette zu machen. Eigentlich, also mein Fazit war für Silvester dieses Jahr entweder was richtig Cooles machen oder gar nichts machen. Letztes Jahr hatten wir schon zwei befreundete Pärchen da und eigentlich war es ganz okay, muss man sagen. Eigentlich echt cool. Mit dem einen Pärchen mehr, mit dem anderen ein bisschen weniger, aber ging auch wieder bis um 5, wieder gesoffen und dies, das. Am nächsten Tag ging es einem wieder scheiße und so. Und dann habe ich mir gesagt, nee, dieses Jahr entweder was richtig Cooles, wo man auch einen Mehrwert für hat, wo man am nächsten Tag sagt, geil, das hat sich gelohnt. Oder halt ganz gemütlich, beziehungsweise gar nichts machen. Aber ja, eigentlich hatten wir, also wir haben ein paar Einladungen gehabt für Silvester. Einmal von der Tante von meiner Frau. Dann noch so von so einer Freundesgruppe, wo aber eher meine Frau drin hängt, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich so, ja, wir sind da schon zusammen in der Gruppe drin gewesen. Ich finde es aber turbo langweilig mit den Leuten. Geil! Geil, geil, geil. Alter, gutes Fazit heute, muss man ehrlich sagen. Haben wir irgendwas Leckeres? Ich glaube, wir lassen die Skins mal hier, machen beim nächsten Mal Upgrades und zahlen wieder was richtig schön Dickes aus. Wäre ein guter Plan. Ja, um das zu Ende zu bringen, auf jeden Fall da. Dann bei der anderen Freundesgruppe, wo meine Frau eher so dringend ist, finde ich es todeslangweilig mit denen wirklich. Also es ist jedes Mal nur Zeit abgesitze. Dann hatten wir überlegt, ein Kumpel hatte eingeladen, die wollten zu Hause richtig groß feiern mit so der ganzen Freundesklicke. Da ist die Frau jetzt aber schwanger und ja, da wissen wir nicht, wie es dir geht und so, deswegen haben sie es abgesagt. Die gleiche Gruppe, jemand anders hatte auch überlegt, so ein Restaurant zu mieten. Wäre auch super cool gewesen, die sind jetzt aber im Osten, deswegen wird das auch nichts. Naja. Machen morgen einen gemütlichen, ungemütlichen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ich werde berichten. Haut rein und bis bald, man. Ciao.